Und damit herzlich hallo zu meinem, ich würde jetzt sagen Wort am Sonntag, aber Sonntag ist seit 54 Minuten vorbei. Mist. Ah, nee. Was wollte ich denn erzählen, während ich mir gerade mal Zeit für euch nehme? Was macht ihr gerade so? Ich gucke mir gerade mal wieder die ganzen Potter-Filme an, weil es Weihnachten und was soll ich sonst mit diesem riesengroßen Zeug machen, was ich irgendwann mal geholt habe, für total überteuerte Preise. Also irgendwann muss es ja mal sein. Und ja, heute Vormittag, beziehungsweise seit heute Vormittag bis irgendwie gegen heute Abend, war ich bei Schwertoll und habe mit ihm so ein bisschen vorbereitet, dass er halt mal demnächst in das Videobusiness auf YouTube einsteigen kann. Ne, so ein paar Programme ihm beigebracht, angefangen ihm zu zeigen, wie man schneiden kann. Jetzt habe ich ihn mit dem Schnittauftrag zurückgelassen. Ich bin schon ein bisschen gemein, aber der kriegt das schon hin. Und wenn nicht, würde mir so lange auf den Keks gehen, bis er es kann. So, was mir dabei aufgefallen ist, ne? Ich habe ihm immer wieder gesagt, ne, ach, du spielst immer noch Contest of Champions, ist ja lustig. Ich habe langsam die Schnauze voll von dem Spiel. Er meinte dann so, irgendwie so, wie, was? Habe ich gar nichts davon mitgekriegt? Dann meinte ich so, hast du denn nicht meine letzten Videos gesehen? Da hat er gesagt, nee, aber warte, ich guck mal kurz rein. Dann hat er die letzten Videos aufgemacht und mir ist aufgefallen, dass das Let's Play mittendrin abgebrochen ist. Ups! Offenbar habe ich vergessen, die letzte Aufnahme in Videos zu verwandeln und hochzuladen. Ja, macht euch da keine Sorgen, ist schon alles geschehen. Ab heute quasi, nachher gleich bald geht's weiter. 13 Uhr gibt's dann die letzten drei Folgen. Also nicht alle drei auf einmal, sondern die nächsten drei Tage. Bis zum 23. gibt's quasi drei Folgen Contest of Champions noch, bis die Staffel vorbei ist. So, wie es mit weiteren Staffeln aussieht, ich habe keine Ahnung. Denn das Spiel in letzter Zeit... Wow. Wie fange ich am besten an? Also, ich habe das Spiel ja angefangen, um Ultron zu bekommen, ne? Das, den ich bekommen habe, ist bisher allen klar und das ist ja mehr so zweitrangig, weil im Endeffekt ist der Suchtpotenzial, das Suchtpotenzial steckt bei dem Spiel darin, dass man halt seine Champions bekommt, sie ausbaut und besser wird und damit noch coolere Items bekommt, wenn man sie ausgebaut hat und besser geworden ist und dann noch besser werden kann. So hat das Spiel mal funktioniert. Ja, passt. Hat funktioniert. Die Vergangenheitsform. Nun kam letztens dieses Level Cap, nicht das Level Cap, das ist das Trank Cap, das in die Inventarbegrenzung, dass man nur 25 Tränke und so tragen kann, dachte ich mir, okay, ich habe ja noch 200, kein Problem. Seitdem scheißt Kabam eine Quest nach der anderen raus, bei der man halt seine Tränke nur noch verschleudern muss. Also sie haben eine Grenze eingeführt, dein Inventar ist voll, alle neuen Tränke, die du bekommst, landen in so einem Ablegestapel und der leert sich nach 12 Tagen, nee, nach 14 Tagen. Bei mir haben jetzt die Tränke angefangen, sich zu löschen. Also habe ich mir gedacht, ach, kämpfst du mal auf diesen sauschweren Pfad, vielleicht kriegst du ja irgendwas hin. So, im Endeffekt habe ich 100 Tränke verbraucht und kann jetzt wieder Tränke einsammeln, aber das ist doch keine Lösung mehr, Leute. Ich könnte jetzt dem System entgegenwirken, indem ich haufenweise Gratiskristalle sammle, wie wisst schon, die grünen Dinger, und dann halt damit meinen Tränkevorrat sozusagen theoretisch in Kristallen horte. Aber das ist auch nicht wirklich Sinn der Sache, oder? So, dann haben sie ja jetzt, ne, 5-Sterne-Champions, die vergessen wir mal gleich, aber 4-Sterne-Champions kannst du jetzt viel leichter aufwerten, denn sie haben jetzt irgendwelche Entwicklerbruchstücke, Fragmente eingeführt. Du brauchst auch nur 36.000 Fragmentstücke, um einen so einen Stufe 4 Entwickler dir zu besorgen, mit dem du dann deinen Level 4, deinen 4-Sterne-Champion von Level 3 auf 4 entwickeln kannst. Ist easy, brauchst du nur 3 Stück davon. Ihr könnt euch das meinetwegen irgendwann mal ausrechnen, wie viele 3-Stufen-Entwickler man dafür opfern müsste. Ich habe gerade keine Ahnung, wie viel man dafür bekommt, wenn man ein so ein Ding verkauft, aber es ist ja auch irrelevant. Der Punkt ist, sie haben es irgendwie erreichbarer und doch unerreichbar gemacht gleichzeitig. Jetzt gibt es allerdings ein Event, da kann man diese Entwickler gewinnen. Coole Sache, wollten alle immer haben. Das Problem ist, um diese Entwickler zu gewinnen, musst du schon die Champions haben, die du dir mit diesen Entwicklern überhaupt erst entwickeln willst. Im Endeffekt ist man so oder so gearscht. Du kriegst also, wenn du es irgendwie schaffst, dich durch das ganze Zeug durchzuboxen, das Zeug, was du brauchst, um dich durch das Zeug durchzuboxen, was im Prinzip das komplette Spielsystem aushebelt und irgendwie nur noch schwachsinnige Zeitverschwendung ist. Deswegen weiß ich echt nicht, ob es eine Staffel 5 geben wird, Staffel 5 gab es schon, ob es eine Staffel 6 geben wird mit dem Rocket-Event. Muss ich sehen. Nicht sofort. Nicht sofort. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Contest of Champions Pause bei dem Let's Play. Privat habe ich jetzt sowieso schon 2 Wochen Pause gemacht und habe jetzt mal wieder ein bisschen angefangen. Boah, ey, scheiße.
Läuse sind so eine Sache, weißt du? Ich soll vielleicht mal wieder die Haare schneiden. Egal. Oh, die Kopiere, das Kopieren ist fertig. Siehst du, das habe ich hier gar nicht als Punkt in meiner Ansprache. Ja, nee, ich habe gerade von einer meiner externen Festplatten, ich habe ja 3, 4 Stück oder so, von einer meiner externen Festplatten war irgendwann mal eine interne Festplatte. Da habe ich mir ein Gehäuse gekauft, damit sie als extern verwendet werden kann. Der Grund dafür war, dass damals der Rechner meinte, Mainboard am Arsch. Okay, dachte ich mir, Festplatte kann ich immer noch benutzen, ist ja mal ein Terabyte. Coole Sache. So, und jetzt habe ich diese Festplatte leer gemacht. Warum habe ich die Festplatte leer gemacht? Der Punkt ist Spider-Man Retro-Spiele. Ihr habt das sicherlich verfolgt. Da lief neulich Spider-Man 1, das Game Boy Advance-Spiel. Und danach kommt Spider-Man 2 für den PC. Das Coole ist, dieses Spiel ist, mein Computer ist überqualifiziert. Was steht da? Man braucht mindestens Windows 98 oder Windows 2000 oder Windows ME oder Windows XP. Ich habe Windows 10. Ich habe das Spiel installiert, ich habe es gestartet und trotz Original-CD startet das Scheißding einfach nicht. Dann habe ich versucht, das Ganze mir mit dem Crack mal hinzubiegen. Geht auch nicht. No CD Key Patch, sonst was kannst du vergessen. So, dann habe ich mir eine virtuelle Maschine aufgesetzt mit Windows XP. Die hatte das Problem, die hat meine Grafikkarte nicht mit emulieren können. Also, was ist passiert? Ich kann das Spiel immer noch nicht spielen. So, jetzt habe ich rumgefragt, ob irgendwer noch irgendwo einen XP-Rechner rumstehen hat. Ich habe einen alten Laptop gefunden, mir aus dem Schrank geholt. Der war aber so kaputt, der kann das Spiel auch nicht spielen. So, und jetzt ist mein Plan, dass ich mal gucke, ich habe noch 2 Computer unterm Bett liegen, ob ich vielleicht daraus einen zusammenbauen kann, der dieses verdammte Spiel spielen kann, damit wir endlich mal mit den Spider-Man-Retro-Staffeln weitermachen können. Weil diesmal liegt es wirklich nicht an mir, diesmal liegt es an dem scheiß Spiel, dass es nicht weitergeht. Ich wollte eigentlich direkt im Anschluss weitermachen an eins, aber nach der Installation habe ich festgestellt, wird doch nicht so einfach, wie ich dachte. Ich bin jetzt irgendwie schon 3, 4 virtuelle Maschinen durch. Wenn einer von euch noch einen Tipp hat, wie ich das einfacher hinkriege, als mir einen neuen Computer zusammenzubauen, bitte in die Kommentare. Kein Ding. So, wo ich gerade schon bei Kommentaren bin. Ne, aktuell ist ja ein bisschen mau auf dem Kanal. Ich weiß nicht, warum auf einmal so viele Leute hinzukommen. Es könnte am Adventskalender liegen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber es werden auf einmal mehr Leute. Dabei läuft gerade nur Assassin's Creed 2. Und jetzt auch wieder 3 Tage lang Contest of Champions. Uhuhu. Das Ding ist aber, Skyrim ist immer noch irgendwo im Limbo. Das wollte ich jetzt mal über die Feiertage, die demnächst kommen, versuchen zu reparieren. Da, wo ich wirklich mal Zeit für mich habe. Aber vorher muss ich noch ein Storyboard zeichnen und eine Website erstellen. Und doch, das sind, glaube ich, die primären Aufgaben. Nee, ich muss noch einen Banner für eine Webseite malen. Das sind so die 3 Aufgaben, die ich noch in diesem Jahr habe. Danach könnte ich mich theoretisch mit Skyrim befassen und es hoffentlich endlich wieder zum Laufen bringen, damit endlich mal Lugions Abenteuer weitergehen und wir weiter Svina den Hof machen können. Wisst ihr noch, wer Svina ist? Hier, das coole Kätzchen. Nicht so geil wie Daisy Ridley, aber egal. Man nimmt, was man kriegen kann und gibt nichts zurück. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. Ich schweife ab. Kommentare, ja. Also ich würde jetzt natürlich wie immer fragen, was ihr denn gerne so haben wollen würdet. Warte mal kurz, ist der schief? Jetzt ist er gerade. Scheiß Hut. Ja, wie immer würde ich jetzt natürlich gerne fragen, was ihr so für Let's Plays haben wollt. Aber in der letzter Zeit ist da sowieso nie eine Antwort rumgekommen. Also ich habe jetzt hier rumliegen Don't Starve, wo ich eventuell mal mit einem anderen Bekannten Don't Starve Together spielen könnte. Der wartet aber noch darauf, dass ich besser in Don't Starve überhaupt werde. Deswegen könnte ich das Spiel mal im Singleplayer-Modus spielen und gucken, was bei rumkommt, ob ich besser werde in dem Spiel, damit er mich nicht permanent retten muss. Weil das ist sonst ein bisschen vielleicht lustig, aber für ihn eventuell nervig. Dann habe ich überlegt, ob ich mal wieder Minecraft anschmeiße. Könnte ich auch machen, weil wir könnten uns einfach mal eine neue Welt generieren und irgendein Haus bauen. Ich habe schon ewig nicht mehr in Minecraft reingeguckt. Müsste ich mir nur mal kurz mein Texturenpaket ein bisschen updaten. Und dann, boah, theoretisch könnte man mal gucken, was so für Neuerungen gibt. Keine Ahnung wann. Wie lange habe ich schon nicht Minecraft gespielt? Das wird auch schon ein halbes Jahr sein. Seit Contest of Champions angefangen hat. Dreckspiel. So ein Blödsinn. Ja, nee, das sind so aktuell die Dinger, die mir halt in den Sinn kommen. Wir könnten halt, also Skyrim bin ich am Reparieren, man könnte Minecraft spielen, aber es ist relativ endlos. Don't Starve ist, glaube ich, auch relativ endlos. Aber eigentlich ist Assassin's Creed 2 auch schon endlos, deswegen habe ich gerade nur endlos Let's Plays. Ich hätte gerne mal wieder irgendwas, was man abschließen kann. Weißt du, wo man sich hinsetzt und
meine, klar, Assassin's Creed 2 kann man abschließen. Aber da ich ja gerade alle Assassin's Creed-Teile durchspiele hintereinander weg, ist das schon im Prinzip so eine Art Endlos-Let's Play, weil das dauert eine Weile, bis das alles durch ist. Wir sind ja erst beim zweiten Teil. Ah, den ich auch viel zu wenig spiele dafür, dass ich viel geiler finde als den ersten. Aber Zeit. Ja? Zeit ist auch noch so eine andere Sache. Ja, Star Wars ist jetzt mittlerweile endlich mal im Kino. Ich wollte eigentlich eine Review dazu hochpacken, aber irgendwie finde ich alles, was ich da mache, nicht gut genug. Und damit herzlich hallo zu meiner, ich sag's mal, Meinung zu Star Wars, das Erwachen der Macht. Ihr wisst schon, das Zeug, was ihr seit 2 Monaten überall seht, mit solchen Sachen. Solchen Sachen. Das hier. Und solchem Kram. Und erwähnte ich schon. Von daher werde ich wahrscheinlich einfach, wenn ich Minecraft starten sollte, in Minecraft was zu Star Wars sagen. Ich kann jetzt mal ganz spoilerfrei sagen, yay, geht da bloß rein. Ich habe jetzt die Agenda, wir müssen Jurassic World überholen. Am besten doch die Titanic versenken und wenn wir ganz gut sind, noch Avatar vom Thron stoßen. Aber ich will nicht unrealistisch werden. Ich weiß, so geil ist der Film nun auch wieder nicht, dass man unbedingt Avatar vom Thron stoßen müsste, aber wenn man sich das genau ansieht, ist Avatar auch nicht so geil, dass er auf dem Thron sein dürfte. Der ist nur da, weil er damals, 3D-Technik, und Titanic war einfach nur Liebesschnulze, die man halt super mit auf irgendwelchen Dates gucken konnte, weswegen dieser Film so lange im Kino war, dass er halt unnatürlich viel eingespielt hat. Außerdem hatten Avatar und Titanic Re-Releases, von daher schmeißt die beiden Filme endlich von der Top-Liste. Da gehört endlich mal wieder ein Star Wars-Film hin. Und das Erwachen der Macht ist nicht scheiße, also darf er dahin. So, was Berichte angeht, die ewig angekündigt wurden und nicht gekommen sind. Gamescom! Ja, der Gamescom-Bericht ist bis heute nicht da und das wird dieses Jahr auch nichts mehr. Ganz einfach da, deshalb, weil ich den, ich will noch Live-Kommentare, also quasi mit Kamera, mit in den Bericht einarbeiten. Das will ich nicht mit Weihnachtsdeko machen, weil das macht den Bericht einfach nur nicht zeitlos. Macht sie ihn sowieso nicht, weil er für die Gamescom 2015 ist und die dürfte jetzt schon, naja, ne, ich glaube, der Bericht kommt ein halbes Jahr später raus. Egal! Ich habe ein paar Sachen zu berichten. Ist ja jetzt nicht so, als wäre nichts passiert, wie zum Beispiel. Hallo! Du kannst ein Video machen oder so. Nur ein ganz kurzes. Ich habe keine Interviews. Nein, nein, nein. Dieser. Die Honda ist ein Video. Dieses Spiel sagt ihr, seit 3 Jahren schleppst du damit. Und ich habe mir gedacht, ich will ein kurzes Spiel spielen. Tic-Tac-Toe. Alter, du weißt schon, was gerade echt günstig ist. Ich war um hier gerade. Tic-Tac-Toe spielen, klar, kein Problem. Ja, klar, kein Problem. Willst du blau oder rot? Ich mach mal X. Okay, dann mach ich Kreis oder Viereck. Dann mache ich X. Okay, dann hier so. X. Muss ich wahrscheinlich da? Ja. Ihr habt beide noch nie Diktatur gespielt, glaube ich, ne? Ja, nee. Da gibt es einen blödsinn Trick, den gewinnt man immer. So, schade. So, unentschieden. So, tut mir leid. Ich weiß, ich kenne den Trick auch, aber ich kenne ihn nicht mehr. Weil das du wolltest ihn nicht machen. So, ich leg jetzt auf. Natürlich, warte. Oh, habe ich erwähnt? Spoiler-Alarm. Habe ich noch was auf der Liste? Weihnachten. Weihnachten ist das nächste auf der Liste. Ja, Weihnachten. Ich werde unscharf, oh mein Gott. Beziehungsweise ich werde auch nicht mehr scharf. Ist ja auch egal. Das ganze Video über so gemacht wird reichen. Muss reichen. Wenn nicht, dann nicht. Boah, ey, warte mal. Mit dem Hut hier kommst du ja nicht klar. So, viel besser. Vielleicht könnte ich das hier unten noch so ein bisschen. Oder einfach so hinter die Ohren, weißt du? Dann habe ich so Adam Driver Gedächtnisohren, so abstehend. Sieht schon fast elbisch aus, oder? Bäh. Bäh, nee, lass mal. Weihnachten, ja genau, Weihnachten. Wir haben gerade
den 21. Noch 4 Tage. Deswegen würde ich mal, weil ich glaube, ich komme nicht mehr dazu, sonst euch schon mal schöne Feiertage wünschen, ne? Schönen Heiligabend, schönen ersten, schönen zweiten Feiertag. Falls denn auch nicht dazu kommen, noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Je nachdem, ob wir uns noch irgendwie in einem dieser Videos sehen. Ich habe so meine Zweifel, weil ich nicht weiß wann, weil ich habe ja noch genug zu tun. Ihr wisst schon, Skyrim reparieren, Computer zusammenbauen, also ein Zeug. Neue Let's Plays aufnehmen, muss ich gucken. Von meiner Seite aus war es das dann, glaube ich, erstmal. Und ich würde sagen, als dann, bis dann. Mal gucken, ob noch so ein Jahresrückblicksding kommt. Werde ich sehen, ne? Muss ich mal gucken. Es wird wahrscheinlich wieder einer wie letztes Jahr, der nicht sehr aufwendig ist, aber wird schon, ne? Also, zum zweiten Mal, als dann, bis dann. Und ja, das ist eine Perücke. Die frisiere ich gerade. Auf meinem Mikrofonständer. Aber ich brauche den Mikrofonständer gerade. Deswegen habe ich die Perücke auf, weil sonst zerknautscht sie wieder. Ciao.